Herzlich willkommen, meine Freunde, bei der zweiten Kriegsgeschichte von Battlefield 1 durch Morast und Blut. Wir starten direkt ohne großes Vorgeplänkel. Mein Großvater hatte im Bürgerkrieg gekämpft. Von ihm wusste ich, was ich tun musste, um zu überleben. Aber auf das, was ich dann sah, hätte mich nichts vorbereiten können. Neue Kriegsmaschinen wie der Panzer konnten eine Schlacht über Nacht entscheiden. Zum Glück waren sie meistens auf unserer Seite. Meistens. Tja, die erste Mission übertrieben. Die zweite Nebel des Krieges, Panne, Stahl auf Stahl. Da wir einfach jetzt mal die Story ein bisschen genießen wollen, mache ich es mal auf leicht. Aber wenn das Spiel offiziell am 18. für mich zumindest und alle anderen Vorbesteller rauskommt, werde ich natürlich die Story dann, weiß ich nicht, wieder wahrscheinlich auf Null beginnen müssen. Und dann aber schön auf Normal werden, wie sie spielen, um ein bisschen was Knackiges als Gegner zu bekommen. So, dann wollen wir einfach mal anfangen. Sir. Townsend, komm schon, sonst verpasst du noch alles. Noch ein paar frische Socken, Jungs. In Ordnung, Jimmy. Feuer! Ich habe mir deine Papiere angesehen. Keine Sorge, Sir. Ich werde meinen Teil für König und Vaterland leisten. Junge, wenn du auf Befehl Vorwärts- und Rückwärtsgang findest, bin ich schon zufrieden. Pack mal mit an. Darf ich vorstellen, Big Bash. Die Frau deiner Träume. Unser neuer Fahrer, Männer. Verdammt. Oh, nein, 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 nicht fluchen. Sie mag es nicht, wenn du fluchst. Finch. Edwards. Schon mal gemacht? Was denn gemacht? Halt du dich da raus, McManus. Keine Sorge, sie kümmert sich schon um dich. Okay, Jungs. Jetzt geht's um alles. Unser Befehl lautet, die deutschen Linien durchbrechen. Ihre Artilleriestellungen zerstören. So sieht's aus. Finch. Los. Danach stoßen wir vor bis in die französische Region Cambrai. Man sagt, dort gibt es Wein, Weib und Gesang. Sollte euch doch gefallen. McMahon ist aber nicht. Gott, sind wir in sicheren Händen oder was, Jungs? Schon gut, McMahon. Nicht vergessen, Jungs. Macht euren Job und kümmert euch umeinander. Dann kümmert Big West sich auch um euch. Der Herr möge uns gnädig sein. Wir stehen das gemeinsam durch. Stimmt's, Edwards? Stimmt. Volle Kraft voraus! Ja.
Ist das episch, Leute. Diese Erzählungen. Dieser verdammte Vogel hart! Mausern, McManus! Vögel mausern! Ja, ich reiß ihm jede Feder einzeln aus! Ganz ruhig, dieser Zauber kann dein Leben retten. Sie ist unsere einzige Kommunikationsmöglichkeit. Lenkt der auch noch, oder? Alles klar da oben, Edwards? Ja, langsam habe ich den Bogen raus. Was hast du in der Heimat gemacht? Fahren, ein Auto. Ich war Chauffeur. Halt, das ist weit genug. Die Infanterie bricht beim ersten Pfiff auf und dann kommen wir. Meine Güte, habt ihr sowas schon mal gesehen? Ich schon, leider. Herhören, wir werden die Geschütze oben bei der Windmühle ausschalten. Verschafft unseren Jungs etwas Platz. Neues Einsatzziel, erobere die Windmühle. Wo schon daherfahren? Ach, ich fahre einfach mal den Weg entlang, Leute. Wir schon in die Fresse. Also der steuert sich schon mal ganz anders wie in der Beta, muss man sagen. Aber es könnte auch sein, dass es jetzt wegen der Story ist. Oh, wir haben einen von uns erwischt. Augen geradeaus. Einer fickt uns mal gerade. Boah, die Löcher, die das Ding gehämmert hat, der Mörser. Scheiße. Okay, wir sind auf dem richtigen Weg auf jeden Fall. Guckt euch das an, der ganze Schlamm, Morast, der da... Es sieht so gut aus. Pinch, was ist los? Motor ist in Ordnung, Sir. Das wird das beste Battlefield, das ich jemals gesehen habe, glaube ich. Und ich kenne jeden Teil. Das ist unser Mann. Tschüss. Oh. Ah, jetzt haben wir. Ich weiß nicht mehr, wo konnte man nach... Nee, wo konnte man... Konnte ich nochmal die Kamera wechseln? Na egal. Ich will ja euch was zeigen. Ja, war mal klar. Diese MGs halten unsere Jungs auf! Jo, da haben wir einen abgeschossen. Fahr aus dem Stamm raus! Ja, ich bin dabei. Haltet die Stellung und schaltet alle deutschen Geschütze aus! Alles klar. Sind das jetzt Feinde oder Gute? Nee, das sind Feinde, okay. Die Jungs rücken vor! Unterdrückung, Feuer, Fahrt setzen! Lass sie nicht zur Ruhe kommen! Fritz ist auf dem Rückzug! Sehr gut! Halten und weiter unter Druck setzen! Ah, sehr gut. Wir sind rechtschaffene Männer. Gut gemacht, Jungs. Jetzt nehmen wir den nächsten Graben ein. So, wir nehmen den nächsten Graben ein. Hier haben wir alle Deutschen platt gemacht. Oh, ah, da oben ist Spaß. Ernsthaft nicht getroffen. In den Orkus geschickt. Ah. Haltet nach weiteren Geschützen Ausschau, Jungs! Jo. Was sagst du jetzt, Jerry? So, wie fahren wir da runter? Boah, das sind die dicksten Schnee. Ach, Schnee, sag ich schon, das sind die dicksten Matsch. Bleibt euch mit dem Feldgeschütz! Oh, komm schon, Baby, du packst dort! Okay, wir dürfen dabei bloß nicht stehen bleiben. Da kriegen wir ordentlich auf die Hucke. Motor okay, wir können weiterfahren! Los, Edwards! Unsere Jungs brauchen unsere Unterstützung beim Einnehmen des zweiten Schützengrabens. Sag mal, die Ratte, sag mal, wie lange hängt die denn da noch dran? Das war ein Kopf. Jerry ist erledigt! Perfekt. Da hinten ist noch eins. Ihr kriegt meinen Panzer nicht klein. Ich werde euch an eurem Arsch kriegen. Wir können nicht auf Vaterland, Jungs. Gut gemacht, aber vergesst nicht, der Tag ist noch jung.
Wir fahren zu den Ruinen und räumen dann den Weg für die Infanterie frei. Alles klar, ich fahre aber hier ein bisschen seitwärts der Wege lieber. Boah, der Panzer haut hier alles in Stücke. Einfach mal ein bisschen unter Schuss nehmen. Okay, fahr ruhig vor. Ich tue halt die meiste Scheiße ab, nicht ich. Sehr schön. Feuer auf das Geschütz! Hab ich getroffen? Ja. Schieß das MG in Stück! Ach, das noch nicht. Schaltet diese Stellung und schaltet die restlichen Jurys aus! Das machen wir, keine Sorge. Da hängt noch einer an der Ecke. Da war doch noch gerade einer an der Ecke. Konzentration, Jungs! Soll ich dem Vogel etwas rumgeben? Er hat ein Anrecht darauf. Lass die Taube in Ruhe, Pritchard. Sie ist unsere einzige Verbindung zum Hauptquartier. Und du, Edwards? Ein Drink, damit dir die Hände nicht mehr zittern? Nein, ich trinke nicht. Spart euch die dummen Sprüche. Oh, da habe ich ein paar erwischt. Oh, die habe ich auch erwischt. Sorry, ich schicke euch später einen Krankenwagen. Ja, Krankenwagen. Das kommt dann. Wow. Panzer! Er kommt her! Ein Kreuzer schießt unsere Jungs in Stücke! Edwards, bring uns hin! Schützen! Wir sehen die Schwachstellen an! Was denn für Schwachstellen? Hat das Ding Schwachstellen? Die ist in Ordnung! Boah, leck mich am Arsch, ich komm da hinten noch. Ich denk noch die Fresse. So, einen Moment. Geschütz ausgeschaltet! Wo hat das Ding denn seine Schwachstellen? Wir brennen. Es ist uns gelungen, vorzurücken! Sehr gute Arbeit, Jungs! Wir fahren weiter! Wir kriegen gerade voll in die Fresse die von dem scheiß Panzer. Köpfe runter! Kein Schuh! Sie bewegt sich nicht! Finch, geh raus und sieh dir das an! Pass auf deinen Arsch auf, Finch! Genau, Finch! Pass auf deinen Arsch auf! Du packst das! Sicher? Ja. Oh, der hat gesessen. Finch! Finch, bring uns hier weg! Finch ist gerade abgenippelt. Finch ist tot! Was bringt mir denn jetzt der scheiß Schaum? Ach so. Reiß dich zusammen, Junge. Bring uns zum Laufen. Ja, jetzt. Okay, komm, Edward. Reparier die und komm wieder rein. Boah. Ach klar. Und dann nach einem Schuss, Jungs. Nach einem Schuss. Erst überlebt. Kriegen wir einen verdammten Unglücksbringer und jetzt ist Finchy tot. McManus, reiß dich zusammen. Bring uns zu dem Dorffahrer. Dort sitzt ihre Artillerie. So, Jungs. Dann mal los. Und unser Panzer ist auf einmal wie aus dem Ei gepellt wieder. Kein Schmutz auf uns, okay. Hat wahrscheinlich gut geregnet. Ah, jetzt kommt wieder der ganze Schmodder da drauf. Ist das geil. Guckt euch das an. Da haben die wirklich dran gedacht, wenn du mit so einem Panzer durch die Gegend fährst, dass da auch direkt dann drauf kommt. Dass er dreckig wird. Das ist so krass gemacht. Das ist so krass. Das ist wirklich sich über selbst übertroffen diesmal. Genau, einfach drüber übers Geschütz. Ja, okay, da hängt er sich ein bisschen auf, aber sonst klappt's ganz gut. Da ist ein Feldgeschütz! Ein Feldgeschütz! Feldgeschütz! Boah, wie man hier einfach durch
Geschütz erledigt! Gib Gas! Die Granate! Boah, knapp war vorbei. Den hab ich gespürt! Alles zerstört. Sehr gut, Jungs! Weiter! Yo! Zerstöre feindliche Artillerie. Wir sind dabei. Oh. Ah, da. Zerstöre das Geschütz, aber schnell! Die nehme ich auch noch mit, die Schweine. Aber hier habe ich natürlich nicht. Ich repariere mal ganz kurz. Okay, das Dorf gehört uns, Jackson. Dann mal los. Ah, Mörser-Team unterwegs. Mörser-Team unterwegs. Leck mich am Arsch. Wir brauchen eine kurze Pause. Wir brauchen eine kurze Pause. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Schneller, Junge, schneller, Edward. Oh, fuck. Wir kriegen Artilleriebeschuss von der Missgeburt da hinten. Wow, jetzt wird aber hier. Warte mal, der muss mir drauf fallen. Die sind Geschichte! Sehr gut, der Lightning Tank ist einfach keine Herausforderung für uns. Aber wir werden von da irgendwo geschossen. Herzlichen Glückwunsch. Ziel zerstört! Das sage ich. Ich sag mal, der Bunker! War eine gute Idee, aber sind wir mal ehrlich, hat einer eine Chance gegen so einen Goliath? Bring uns zu dem Gehöft, Fahrer! Boah, so kann der Ballast doch nicht zu gehen. Reißt ihn ein, Jungs, wir übernehmen diese Stellung! Ich versuche zumindest. Versuchen mal ganz schnell unser Ding zu reparieren, weil Kugeln treffen uns ja im Grunde nicht. Also können uns nicht viel anhaben eigentlich, von daher. Nicht nachlassen, Jungs! Bald gehört diese Stellung uns! Müssen wir da aufräumen oder was? So. Ja, die Stellung ist uns. Oh. Verstärkung. 3 Mann. Mensch, das war aber viel. Ah, 4 Mann. Aber der 5. müsste da rumfleuchen. Na da. Mein Soldat rennt dran vorbei. Wohin rennt der denn? Keiner entkommt mir. Keiner. Zerstöre wieder die feindlichen Artillerie. Wurden wir gerade markiert oder warum haben wir so gestrahlt? Oh, da ist was. Ah, da ist wieder. Landkreuz und nähert sich! Der brennt schon. Ich glaube, die Seite ist seine Schwachstelle, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, das wird sie ruhig stellen. Bam. Das macht so Laune, Leute. Das macht ja so eine kranke Laune. Boah, wie der einfach die Scheiße dir um die Ohren fliegt. Als wenn du jetzt noch eine VR-Brille dabei hättest, leck mich doch, Fett, ey. Du wärst ja so krank da dran. Oh, oh, schon, da hab ich schon mal da durch. Wow! Ja, wollte ich gerade auch fragen. Alle deutschen Stellungen auf der Brücke räumen! Was war das? Fertig!
Tracks. Weiter! Wir fahren mit unserem Panzer drüber. Ich hoffe mal, da kommt keine kranke Scheiße. So. Noch mehr Scheiß Schlamm! Schub erhöhen und durch! Bam! Ach du Scheiße! Ohne Scheiß, was für ein dicker Schlamm. Boah, der hat voll den Headshot bekommen, Leute. Guckt euch an, wie das geil ist. Da rattert der da mit allem, was er hat, mit seinen, wie viel der ist auch immer. Rattert er durch den dicksten Morast, nur um da irgendwie durchzukommen. Das ist so geil. So langsam dann. Sie haben auf uns gewartet. Oh, Scheiße. Wir müssen hier weg. Scheiße! Scheiße! Ich hab keinerlei Zugkraft! Treibt sie zurück, Jungs! Lasst das in Ruhe! Keine Zugkraft, Sir! Sie bewegt sich nicht! Kotzhard! Kotzhard! Richard! Sir! Die Taube! Bist du verrückt? Du bringst uns alle um! Edward, hinter dir! Hast du mich etwa nicht verstanden? Sir. Was? Wir fliegen eine Taube, Leute? Denn das Ding? Ja, ich weiß nicht mal, ey, das ist voll verbuggt. Ich weiß nicht mal, wie man die scheiß Taube fliegt richtig. Das Haku hier. Da drüben. Das ist eine sehr, sehr schwere Steuerung. Aber ich denke, wir als Profi, Flieger, Panzerfahrer, Krankenwagenheber, was auch immer, wir schaffen das schon, diese Scheißtaube an ihr Ziel zu bringen. Du musst halt wirklich nur mit der Maus von links nach rechts die ganze Zeit gehen, aber das ist irgendwie voll schwierig. Ah, jetzt haben wir langsam den Dreh raus, glaube ich. Ich glaube, wir haben es geschafft. Brieftaube! Neue Befehle! Befehle vom Feldsir! Von Townsend! Scheiße. Ach, die wollen uns killen. Die wollen. Ach, die ist dafür da, die Brieftaube. Ach du Scheiße. Nein! Nein! Wir sind voll am Arsch. Ende, Jungs. War schön, euch zu dienen. Wir sind am Arsch. Klar, das haben die überlebt. Die haben doch blind geschossen. Wie viel Glück muss man haben? Du hast wirklich höllisches Glück, Townsend. Ist das so? Alles, was wir hier haben, sind blinde Befehle und Zufall. Was glaubst du, welche Seite uns zuerst erledigt? Ich hab deine Sprüche satt, McManus.
Nein, Sir. Edwards, starte den Motor. Ja klar, der Motor läuft garantiert noch. Wusste ich. Hab ich gehört. Bitte jetzt nicht. Bitte jetzt nicht. Bitte jetzt nicht. Komm schon. Jetzt komm schon, Les. Komm schon, hör auf, hör auf, Les. Das war's. Willst du da bloß rumstehen? Boah, das ist ein Tier unter den Panzern. Verdammt, vor uns ist Nebel, ich sehe keine 20 Meter weit. Wir brechen durch. Edwards, ich fahre, du erkundest draußen die Lage. Spiel nicht den Helm. An die Arbeit, Junge. Wir wollen alle in einem Stück durchkommen, Edwards. Wenn du Ärger kriegst, sind wir direkt hinter dir. Das, meine Lieben, werden wir aber leider erst in der nächsten Folge sehen. Von daher, ich hoffe, ich habe euch eine krasse Panzerschlacht geliefert. Bis dahin, haut rein, euer Murex.